Dann kommen wir jetzt zu dem Verschiebungsstrom. Das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt neben denen, die wir bereits kennengelernt haben und die alle gleich in die Maxwell-Gleichungen einfließen werden. Und dazu macht man im Wesentlichen ein Gedankenexperiment, um sich diesen Verschiebungsstrom zu vergegenwärtigen. Der Begriff Strom ist hier vielleicht am Anfang irreführend, weil es sich um ein zeitabhängiges elektrisches Feld handelt, was man hier untersuchen möchte. Und zwar ist es so, dass man eine Leiterschleife hier aufbauen kann, in der ein Strom fließt. Hier in dieser Richtung habe ich ihn eingezeichnet. Und mit diesem Strom, wir können uns das nochmal vergegenwärtigen, hier rechts im Bild fließt er ja jetzt nach vorne, habe ich dann ein Magnetfeld, was um diesen Strom herum gerichtet ist. Das heißt, hier hatten wir geschaut, in dieser Richtung verläuft das Magnetfeld. Und jetzt fließt dieser Strom aber nur von hier bis hier hinten und jetzt baue ich hier zwei große Kondensatorplatten auf und dann fließen die Ladungen hier auf diese Platte, stoppen hier und sammeln sich auf dieser Platte. Und gleichzeitig fließen hier Ladungen von dieser anderen Platte ab. Und jetzt wissen wir bisher nur, dass um diesen Strom herum so ein Magnetfeld erzeugt wird. Das sind all diese Kreise, die ich hier eingezeichnet habe. Aber hier fließt ja kein Strom. Und deshalb ist mit den Formeln, die wir bisher kennengelernt haben, oder mit den Effekten, die wir bisher kennengelernt haben, würden wir an dieser Stelle kein Magnetfeld erwarten. Dann wäre sozusagen das Magnetfeld hier auf diesem Stückchen unterbrochen. Und das ist aber nicht der Fall, sondern auch hier gibt es ein Magnetfeld, sodass diese Unterbrechung durch diesen offenen Kondensator das Magnetfeld nicht verändert, obwohl dort keine Ladungen fließen. Aber die Ladungen, die sich hier sammeln, die bauen hier eine Spannung auf, die konstant im Laufe der Zeit ansteigt. Und diese Spannung können wir mit U durch D, können wir dann in ein elektrisches Feld E umrechnen. Und dieses elektrische Feld steigt dann eben auch linear in der Zeit an. Das heißt, wenn wir ein dE nach dt betrachten, bekommen wir einen konstanten Wert. Und dieses dE nach dt erzeugt ein Magnetfeld, was genauso, und jetzt hier ist es in dem Falle so rum, um diese zeitliche Änderung des E-Feldes herum sich aufbaut. Also in der Geometrie dort, das dE nach dt ist nach rechts gerichtet, also das E-Feld ist nach rechts gerichtet, und weil das zunimmt, ist auch das dE nach dt nach rechts gerichtet und dann verläuft das Magnetfeld in dieser Richtung mit der rechten Handregel um dieses zeitabhängige E-Feld herum. Wenn es abnehmen würde, würde das Magnetfeld sich andersrum bilden. Und das ist eben ein Effekt, der sozusagen eine Symmetrie herstellt. Wir hatten schon gesehen, dass ein dB nach dt ein E-Feld erzeugt. Das wäre genau der inverse Fall. Das war bei der Induktion der Fall. Und jetzt sehen wir, dass genauso auch ein zeitabhängiges E-Feld ein B-Feld erzeugt. Warum das Ganze Verschiebungsstrom heißt, das ist im Grunde die Idee, die ich eben erläutert habe, dass eben dieses zeitabhängige elektrische Feld sich bezüglich der Magnetfelderzeugung genauso verhält wie ein Strom. Also deshalb hier der Begriff Strom, obwohl hier kein Strom fließt, sondern Verschiebungsstrom sozusagen durch die Ladungen, die hier auf diese Platten verschoben werden, ergibt sich dieses zeitabhängige E-Feld und wir können hier so tun, als wäre hier ein Strom, den wir dann einfach entsprechend ausdrücken über das dE nach dt, was dort beobachtet wird. Wir können das noch ein bisschen in Formeln fassen, was wir jetzt hier mit diesem Kondensatorbeispiel betrachten. Wir hatten gesagt, es fließt im Stromkreis der Strom I, dadurch lädt sich der Kondensator auf. Und wir wissen, die Spannung am Kondensator ist immer Q durch C, also die Ladung auf einer Platte dividiert durch die Kapazität des Kondensators. Die eine Ladung, nehmen wir die, die hier positiv aufgeladen wird, ist I mal T, das ist dieser lineare Anstieg der Ladung, dividiert durch C, gibt dann eben genau diesen linearen Anstieg der Spannung.
Und dann können wir das elektrische Feld eben auch ausrechnen. Das ist U durch D. U hatten wir I mal T durch C, I mal T durch C und jetzt U durch D, dann kommt der Abstand der Platten noch hinzu, also hier diese Strecke. Und das ist das E-Feld, was dann auch linear mit der Zeit ansteigt. Das hatten wir uns eben ausgerechnet. Davon rechne ich jetzt die zeitliche Ableitung aus, dE nach dt. Hier stand eben das t, das fällt dabei weg, der Rest bleibt stehen. Dann habe ich das i durch d, was ich hier hatte. Und jetzt setze ich für c die Kapazität eines Plattenkondensators ein. Der hat die Fläche dieser Platten a, den Abstand d und ein 1 durch Epsilon 0, wenn da Luft drin ist. Und Sie sehen, das d kürzt sich jetzt hier raus. Und es bleibt nur der Strom i übrig, das 1 durch Epsilon und die Fläche der Platten. Und Sie sehen, dass i dividiert durch die Fläche ist eine Stromdichte. Aber eben sozusagen nur eine gedachte Stromdichte jetzt, weil zwischen den Platten ja kein Strom fließt. Wir können sozusagen nur fiktiv aus dem Ausdruck, der hier auftaucht, diese Verschiebungsstromdichte uns dann ja, ableiten oder die uns darunter vorstellen, dass das so wäre, als würde der Strom in der gesamten Breite dieser Kondensatorplatten hier an dieser Stelle fließen, dann wäre es eine echte Stromdichte, aber es ist ja nur ein zeitabhängiges E-Feld. Und der allgemeingültige Zusammenhang, unabhängig jetzt hier von diesem Gedankenexperiment, ist, dass eine Verschiebungsstromdichte so definiert wird, dass das Epsilon 0 mal dE nach dt ist. Und dass diese Verschiebungsstromdichte genauso ein Magnetfeld erzeugt, wie es eine echte elektrische Stromdichte tut. Wichtig nochmal zu betonen ist, dass nur die zeitliche Änderung eines elektrischen Feldes ein Magnetfeld erzeugt. Statische elektrische Felder im Kondensator haben natürlich kein Magnetfeld um sich herum. Also täuschen Sie sich nicht. Nicht jeder Kondensator hat auch ein Magnetfeld. Das könnte man fälschlicherweise aus diesem Bild vielleicht dann noch im Kopf verankern. Das ist nicht der Fall. Es passiert nur, wenn hier dieser Strom fließt und diese Platten sich dann entsprechend aufladen und dieses Feld immer stärker wird im Kondensator. Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dieser Effekt, den kann man nicht besonders gut experimentell zeigen. Ich kenne auch kein Experiment, mit dem man das wirklich gut zeigen kann, hier im Hörsaal zeigen könnte, weil erstmal hier eine so große Öffnung in einem Kondensator zu schaffen, dass man sozusagen das Magnetfeld, was hier von dem Strom erzeugt wird, trennen könnte von dem Magnetfeld, was hier um diesen leeren Bereich herum erzeugt wird. Das führt dazu, dass die Kapazität dieses Kondensators extrem klein ist. Und da müsste ich hier extrem hohe Spannungen aufbauen, um hier winzige Magnetfelder zu erzeugen. Also dieser Effekt ist nicht so prominent sichtbar zu machen, wie wir das bei der Induktion können. Deshalb macht man das hier mit diesem Gedankenexperiment und sozusagen dieser logischen Motivation, das B-Feld bildet sich hier überall gleichermaßen um diesen offenen Stromkreis herum.